Hallihallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Der Januar ist rum, das heißt, einen Monat habe ich wieder meine aufgebrauchten Sachen für euch gesammelt. Und ja, bevor ich jetzt lange drum rumschnacke, es gibt ein aufgebraucht Video vom Januar und ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Da einiges geworden ist, greife ich wieder wahllos hier neben mich auf meinen kleinen Tisch, den ich hier neben mir aufgebaut habe, und zeige euch, was im Januar so leer gegangen ist. Als erstes, gerade gestern leer geworden, meine Kringle Candle in der Geruchsrichtung Frosted Mahogany. Das riecht nach Mahogany, Cedarwood, Bergamot, Rose, Zitrus, Moschus und Patchouli. Super toller Duft. Den hatte ich mir mal reduziert im TK Maxx gekauft. Da hatte ich mal Glück, dass es Kringle Candles im TK Maxx bei uns gab. Ist sonst eher die Seltenheit. Auch Yankee Candles sind bei uns irgendwie nicht so oft da im Sortiment. Aber ja, der Duft war echt super für den Winter. Ja, ganz runtergebrannt ist sie leider nicht. Ein bisschen Wachs ist noch drin. Ich weiß nicht, ob ich das mir dann noch rausmache und mir das als Wachsmeld vielleicht noch in mein Duftlicht gebe. Muss ich nochmal gucken, wenn mir das zu umständlich ist, dann wandert das Glas halt so in den Müll. Ja, Duftrichtung fand ich total klasse. Hat auch hier fast den ganzen Raum beduftet. Ja, würde ich mir durchaus nochmal wieder kaufen, wenn ich die nochmal im TK Maxx finde. Dann wieder aufgebraucht, einmal das Ariel Actilift Color Waschmittel. Brauche ich, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen. Brauche ich irgendwie einmal im Monat regelmäßig auf. Und ja, wird immer wieder nachgekauft. Nächste Pulle ist, glaube ich, auch schon wieder fast leer. Dann habe ich einmal aufgebraucht von meinem Müsli das Brombeer Granola Müsli. Gab es bei uns im Rewe. Hatte ich vor ein paar Monaten schon mal und fand das super lecker, deswegen hatte ich es mir nochmal nachgekauft. Finde ich halt ganz gut, weil da nicht noch zusätzlicher Zucker mit drin ist, sondern halt nur die Süße aus den getrockneten Früchten, die da drin sind. Und ja, ist super lecker. Färbt die Milch in lila ein durch die Blaubeeren und die Brombeeren, die halt drin sind. Und ja, würde ich auch auf jeden Fall nochmal wieder nachkaufen, aber aktuell habe ich jetzt auf der Arbeit ein anderes Müsli stehen. Ich hatte mal wieder Lust auf Schoko, aber das hier wird sicherlich auch nochmal wieder nachgekauft. Dann sind einmal wieder leer gegangen unsere Geschirrspüler-Tabs von DM, von Denk mit. Kaufe ich auch regelmäßig nach. Macht das Geschirr sauber, tut seinen Job und ja, nächste Packung ist auch schon wieder im Gebrauch. Ja, dann kommen wir mal zu einem Flop. Und zwar habe ich in meiner Fitnesstasche immer zum Duschen nach dem Sport natürlich, von Nivea das Aufbau-Shampoo Intense Repair. Das hat mittlerweile eine neue Verpackung, das schleppe ich hier schon ziemlich lange mit mir rum, weil ich es einfach fürchterlich finde. Also einen Tag nach der Haarwäsche oder vielleicht auch schon einen halben Tag nach der Haarwäsche sehen die Haare total spröde und einfach nur schrecklich aus. Und ja, ich habe jetzt leider noch eine Packung davon bei uns zu Hause rumstehen und ja, ich bin schon am Überlegen, ob ich die irgendwo abgebe oder ob ich sie einfach wegschmeiße, was ich eigentlich ungerne mache. Aber ja, also ich finde das Shampoo absolut nicht gut und würde es auch auf keinen Fall irgendjemandem empfehlen. Ja, weiß ich auch nicht. Ich muss mir echt nochmal überlegen, was ich mit der zweiten Pulle mache, die ich jetzt noch hier habe. Ja, auf jeden Fall keine Kaufempfehlung hiervon. Dann ist auch noch was drin. Dann habe ich einmal aufgebraucht jeweils eine Packung von den Balea Face Strips und einmal die Nose Strips. Komplett so ein Dreierpack leer gemacht. Holt immer alles vom Gesicht runter.
was da sich so in den Poren angesammelt hat. Und kaufe ich auch immer wieder nach die Packung. Ein paar habe ich jetzt noch da. Ich habe erstmal Vorrat gekauft, hattet ihr ja auch in meinem DM-Haul gesehen. Den kann ich euch hier oben gerne mal verlinken, falls ihr den noch nicht gesehen habt. Und genau, die kaufe ich auch regelmäßig wieder nach. Dann auch einmal aus dem Haushaltsbereich leer gemacht, Mr. Muscle Drano Power Gel, das abflussfrei Mittel. Hatte ich euch ja auch schon in meinem letzten DM-Haul gesagt, dass wir da so ein bisschen verstopftes Waschbecken hatten. Da habe ich jetzt ja diese Abflussfee gekauft. Macht sich bislang ganz gut, aber davor musste halt einmal komplett sauber gemacht werden im Abfluss. Dafür habe ich das verwendet. Ja, da hatte sich schneller als gedacht der Akku verabschiedet. Ich war stehen geblieben bei dem Mr. Muscle Drano Power Gel. Hat alles auf jeden Fall gelöst, was sich im Rohr angesammelt hatte. Und ja, ich hoffe, dass ich das jetzt in Zukunft durch diese Abflussfee erstmal nicht brauche. Mal schauen, was diese Abflussfee so bringt. Und falls es nichts bringt, werde ich den hier auf jeden Fall wieder nachkaufen. Dann habe ich einmal eine 100er Packung Einmalhandschuhe leer gemacht. Die benutze ich immer zum Putzen im Badezimmer, damit die Hände nicht nach Putzmittel riechen. Und ja, die waren ganz in Ordnung. Ich habe mir jetzt welche von DM nachgekauft und bin gespannt, was die so, ja, was die so bringen. Gut, sind einmal Handschuhe, ne? Also besonderen Wert. Außer, dass sie die Hände vor Geruch schützen. Haben sie ja nicht. Ja, diese hier waren aber durchaus gut. Haben keine Löcher gehabt und könnte ich auch noch mal wieder nachkaufen, wenn die anderen vom Profissimo irgendwann mal wieder leer sind. So, damit haben wir die eine Tüte schon mal leer gekriegt hier. Jetzt kommen wir zu meiner üblichen kleinen Kiste, die ich noch habe. Die großen Produkte haben da nämlich alle nicht reingepasst. Deswegen ist es diesmal in zwei Tüten und was weiß ich nicht noch alles aufgeteilt. Dann habe ich einmal aufgebraucht von Clarins so eine kleine Probe Multi-Active Jour Tagescreme, meine ich, ist das. Das ist so eine ganz kleine Probe, die hatte ich beim Fitnessstudio dabei. Das habe ich nach dem Duschen dann als Gesichtspflege benutzt. War ganz in Ordnung, hat die Haut gut mit Feuchtigkeit versorgt und ja, in groß werde ich sie mir wahrscheinlich aber nicht kaufen, denke ich mal. Das war, glaube ich, mal so ein Goodie in einer Zeitschrift, glaube ich. Da habe ich es ja raus. Hier ist hinten noch so ein Kleber dran. Ja, das muss mal irgendwann in einer Zeitschrift drin gewesen sein. War aber ganz in Ordnung. So, dann sind einmal wieder leer geworden feuchte Bodentücher von Denkmit. Die nehme ich immer für den Küchen- und für den Badezimmerfußboden. Da haben wir Fliesen. Für Fliesen sind die nämlich super. Ich würde sie nicht auf dem Holzfußboden benutzen, dafür gibt es ja extra welche für Parkett und Laminat. Ja, machen den Boden gut sauber, trocknet auch relativ schnell wieder und riecht gut. Das ist die Sorte, weiß ich gar nicht, steht keine spezielle Sorte drauf. Ja, die grüne Verpackung halt. Und passt auch super auf den Zwiffer. Dann stellvertretend für mehrere Packungen, die ich davon aufgebraucht habe, von der Firma Heitmann, das Oxy Wash Sport. Das gebe ich immer zur dunklen Wäsche dazu, weil halt die meisten Sportklamotten, die wir haben, dunkel sind. Und ich trenne das nicht extra nach Sportklamotten und anderen Sachen. Ich wasche das alles zusammen, dunkel und hell, das ist die einzige Trennung. Und genau, damit halt der ganze Muff aus den Sportklamotten rausgeht, gebe ich das dann immer noch mit dazu. Riecht dann echt angenehm, die Wäsche. Und aktuell habe ich sie aber nirgends wieder zum Nachkaufen gefunden. Also bei DM nicht, beim Rossmann nicht. Und ich glaube, beim Rewe hatte ich diese hier wirklich auch mal gekauft. Selbst da habe ich sie nicht gefunden. Ja, falls jemand die auch verwendet und weiß, wo es die noch zu kaufen gibt, schreibt mir das gerne bitte mal unten in die Kommentare.
Weil, ja, irgendwie gibt es das nicht mehr. Und dafür extra diese Sportwaschmittel zu kaufen, sehe ich auch irgendwo nicht ein. Ja, wie gesagt, wenn ihr wisst, wo es das noch zu kaufen gibt von Heitmann, das Oxy Wash Sport, bitte einmal in die Kommentare. Ich würde mich freuen, wenn ihr irgendwie wisst, wo es das noch zu ergattern gibt. Dann habe ich einmal aussortiert meinen großen Tangle-Teaser. Den habe ich jetzt, glaube ich, schon 2 Jahre oder was benutzt. Deswegen, ich zeige ihn euch jetzt auch noch von der Seite, von der anderen Seite sieht er nicht mehr so schön aus. Hier sind überall Staubfusseln und was weiß ich nicht noch drin. Die Borsten sind auch nicht mehr wirklich gerade. Und ja, es musste einfach mal ein neuer her. Habt ihr ja auch in meinem DM-Haul schon gesehen. Und ja, ansonsten finde ich das Produkt aber echt super. Das war echt die Entdeckung für mich. Weiß ich nicht, irgendwie habe ich das jahrelang nicht mitgekriegt, dass es sowas gibt. Und da ich ständig verknotete Haare habe, weil sie halt so trocken sind unten an den Spitzen, ist das echt ein Segen für meine Haare. Dann haben wir im Januar auch fleißig gebadet. Und zwar haben wir einmal leer gemacht das Erkältungsbad von TT Sept. Da habe ich drin gebadet, als ich die zweite Woche im Januar total krank war und eine dicke Erkältung hatte. Das war echt super, da drin zu baden. Eine neue Flasche ist auch schon wieder im Anbruch. Und ja, das befreit echt die Atemwege. Riecht super und ja, würde ich jederzeit wieder nachkaufen, so ein Erkältungsbad. Sollte man immer im Haus haben. Dann haben wir einmal noch aufgebraucht die Badekristalle Gelenke und Muskelwohl von Kneipp. Auch immer wieder super und auch immer wieder nachgekauft und ja, sollte man auch immer zu Hause haben. Dann ist ebenfalls einmal leer gegangen von TT Sept das wohltuende Badesalz, eine Portion Wärme mit Macadamia und Dattel. Riecht auch super und würde ich auch nochmal wieder nachkaufen. Ich habe einen Frosch im Hals. Wenn wir denn jetzt hier noch alles Spaßiges. Das und das und das. Und hier. Und das ist gewonnen. Dann ist einmal leer geworden eine kleine Probe von der grünen klärenden Maske von L'Oreal. Die hatte ich auch mal in der Zeitschrift drin. Und ja, die fand ich super. Hat mir gut gefallen. Und ich habe das ja auch noch in dem großen Glaspot, das hatte ich mir vor ein paar Monaten schon mal gekauft, war aber bisher noch nicht dazu gekommen, die auszuprobieren. Deswegen habe ich jetzt erstmal dieses kleine Sachet hier leer gemacht und ja, freue mich auf jeden Fall schon dann den großen Pott demnächst mal anzubrechen, weil die fand ich echt klasse, die Maske. Die ist ein bisschen angetrocknet nachher auf dem Gesicht und ja, die Haut hat sich danach echt total klasse angefühlt und ja, kann ich echt empfehlen. Probiert es mal aus. Dann auch leer geworden von Balea Professional das Tiefenreinigungsshampoo. Ja, stand etwas länger schon bei uns unter der Dusche, sieht ein bisschen, bisschen verkalkt schon aus. Ja, aber alles in allem finde ich das gut, das Shampoo. Alle paar Wochen benutze ich das mal, um wirklich so alles an Dreck und Styling-Rückständen aus dem Haar rauszukriegen. Und ja, ich habe das auch schon wieder neu gekauft, habe es schon wieder in die Dusche gestellt. Bislang aber noch nicht wieder benutzt und ja, finde ich klasse einfach das Shampoo. Ne, alle paar Wochen mal und das Haar ist wieder komplett sauber. Dann auch einmal leer geworden von Airwick Life Sense, Düfte, die sich verändern, die Geruchsrichtung verwunschener Garten. War irgendwie nicht so meins, weiß ich nicht, das was wir vorher hatten und das was wir jetzt auch wieder in diesem Duftspender drin haben, gefällt mir deutlich besser. Ja, man hat es mal ausprobiert, aber würde ich jetzt nicht nochmal unbedingt wieder kaufen. War irgendwie vom Duft nicht so meins. Es ist Marshmallow, Himbeer und Rose, also weiß ich auch nicht. Es hat wirklich so nach, ja, Klo irgendwie gerochen. Ich meine, es steht im Badezimmer, aber es muss ja dann nicht unbedingt, ja, so, weiß ich auch nicht.
Das war einfach nicht meins. Das kaufe ich nicht nochmal. Dann einmal aufgebraucht zwei Beauty-Schwämme. Einmal den Miracle Comes. Schwieriges Wort. Dann einmal aufgebraucht zwei Make-up-Schwämmchen. Einmal der Miracle Complexion Sponge von Real Techniques. Hingekriegt. Schwierig auszusprechen. Fand ich jetzt nicht so berauschend. Weiß ich nicht. Irgendwie nicht ganz so meins. Da finde ich den Beauty Blender deutlich besser. Der hier hat allerdings schon einige größere Löcher und fusselt so langsam auseinander. Deswegen habe ich den einmal ausgetauscht gegen einen neuen. Auch wieder in dieser Nude-Variante. Der ist dann jetzt aktuell im Gebrauch. Und ja, den Beauty Blender würde ich mir jederzeit wieder nachkaufen. Diesen von Real Techniques, wie gesagt, war mal zum Ausprobieren ganz okay, aber ja, hier, der hat auch schon ordentlich Löcher. Ja, war nicht so meins. Dann das vorletzte Produkt, was leer gegangen ist, das ist aus meinem Adventskalender aus 2016. Und zwar von Detox, die Rich Cream mit Bio-Detox, Macadamiaöl und Hyaluron. Die fand ich gut, hat die Haut gut mit Feuchtigkeit versorgt. Die habe ich immer morgens aufgetragen. Und ja, vertrug sich auch gut mit dem Make-up, hat es nicht auf dem Gesicht verrutschen lassen. Und ja, zum Ausprobieren fand ich die ganz gut. Und mal schauen. Vielleicht auch mal in groß, muss ich mal schauen. Aber ich habe jetzt im Moment so viele kleine Gesichtscreme-Proben da, dass ich da erstmal noch einige Monate mit hinkomme und erstmal keinen Bedarf an Gesichtscreme habe. So, last but not least, aufgebraucht die Davert Marokko-Pfanne mit süßen Aprikosen. Habe ich, glaube ich, schon wieder nachgekauft, war echt lecker. Und ja, wenn man nicht großartig Zeit zum Kochen hat und auch nicht unbedingt diese üblichen Convenience-Produkte benutzen will, durchaus zu empfehlen. Gibt es im DM und auch im Biomarkt bei uns gab es die. Weiß nicht, müsst ihr mal schauen, ob es das bei euch im Biomarkt auch gibt. Und ja, schmeckt lecker. Wie gesagt, für kurz mal eben zwischendurch ist das gut. Und würde ich auch nochmal wieder nachkaufen. Genau. Damit. Oh, da ist doch noch ein Produkt drin. Habe ich gar nicht gesehen. Moment, wir sind doch noch nicht am Ende. Hier ist noch ein Produkt drin. Ach, okay. Die Anti-Pickel-Patches von Balea habe ich hier noch einmal drin. Sind für über Nacht echt super. Wenn man merkt, oh, da kommt ein Pickel. Einmal nachts drauf machen und es ist auf jeden Fall eine Besserung am nächsten Morgen da. Ja, habe ich auch noch genug im Moment zu Hause, würde ich aber jederzeit auch wieder nachkaufen. So, meine Lieben, jetzt ist aber die Kiste wirklich leer und ich kann wieder für den Februar anfangen für euch zu sammeln. Ich hoffe, dass, wie immer, das Video hat euch gefallen. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben oder falls ihr es noch nicht gemacht habt, lasst mir gerne ein Abo da, da freue ich mich immer drüber. Und ansonsten, ja, schreibt fleißig Kommentare und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dann, tschüss!